Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Deathman. Spuren des Todes heißt gleich noch weiter. Ja, ja, das habe ich noch nirgends gesagt, aber das steht ja auch nirgends so. Ja, also die Hilfe sagt uns immer hier das Ei an und der Pinsel muss blau werden. Das ist eine ganz blöde Sache hier. Also ich habe jetzt hier mal geklickt im ganzen Bild. Ich habe hier das gefunden. Hier ist eine Kreide. Damit muss ich wahrscheinlich den Pinsel blau machen. Ja, schon funktioniert das hier. So. Schon haben wir ein blaues Osterei sozusagen. So. So bescheiden war das. Gefunden, beachten, was? Ich nichts verstehen. Notiz. Ich muss für ihn bestellen. Na, toll. Was das hier allerdings war, hier auf dem Stuhl, weiß ich auch nicht. Wir haben das ja mit Mehl sichtbar gemacht, aber das war dann gleich weg. So, ach, das sieht so. Wenn der Kopf fehlt, hier, ach, da in der Küche dürfen wir da wimmeln. Okay, schon wieder das Sieb. Alles klar, warte, der Schmetterling war hier. Das Brot, das war der Käse. Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich. Warum muss ich das eigentlich nochmal machen hier? Schnecke. Ah, das mache ich jetzt doppelt. Was soll das? Vogel? Wo ist denn hier, wo war denn der Vogel? Hä? Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Ach, da war der Vogel. Mehl. Apfel. Ja, weil ich jetzt tatsächlich schon weiß, wo die Sachen sind, geht es jetzt hier natürlich schneller. Pilze. Das Würstle war da gelegen. Ich weiß echt nicht mehr, warum wir das jetzt nochmal machen. Das ist die Reiszwecke. Die Tasse. So, da musste ich mal kurz Mute drücken. Ihr wisst vielleicht warum. Ja, Niesanfall. Kugelschreiber. So. Das sieht aber nicht so aus, aber okay. Jetzt können wir wahrscheinlich dann die Bestellung notieren. Ich weiß zwar nicht wie oder was oder wo. Wo waren das nochmal? Das war nicht hier drin. Zurück. Apropos, warte mal, was war denn hier? Wir brauchen ja auch die Kombination für den Schrank da. Ich muss für ihn bestellen. Ja, Notiz. Was ist denn? Federkiel? Hä? Da fehlt doch noch was. Wo kriege ich jetzt einen Federkiel her? Ach, wir dürfen doch mal in der Kiste rumwühlen. Da haben wir doch schon was, eine Flasche. So, da haben wir schon blaue Farbe, das ist bestimmt das. Reißzwecke. Ja, das war das letzte Mal schon Mist. Das hier? Ne, es ist keine. Kakerlake. Moment, wo waren hier eine Kakerlake? Ich habe gar keinen gesehen. Eine Maske. Hier. Ein altes Buch. Weiß ich nicht. Donner. Wie soll ein Donner aussehen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Eine Schriftrolle. Die vielleicht. Ein Löffel, 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 Löffel. Lalalalala. So, eine Schraubzwinge weiß ich auch nicht. Halsband ist das hier mit den Glocken. Ich hätte ja gesagt, das ist ein Armband. So für. Im Mittelalter gab es das mit diesen Glöckchen. Ja, meistens um zu sagen, dass es irgendwelche Bordelldamen oder so sind, sozusagen. Ich habe es jetzt mal vornehm ausgedrückt. So, Kakerlake hier. Kaffeemühle. Das, warte mal, da. Nee, doch nicht, hä? Da. Was ist den Griff? Ich habe gedacht, die Kurbel hier, aber die kurze Bügeleisen. Löffel. Die hatten aber auch teilweise dann auch gelbe Kleider an. Ja. So. Löffel, altes Buch, Donner, Ölflasche. Ist das Öl? Nein. Das sein können. Ist das Öl? Okay, das war's. Ölfläschchen. So, was soll hier bitte Donner sein? Was ist das? Eine Zeichnung mit einem Fisch und so weiter. Ist das Fuhur, der Glücksdrache oder so, der sich gerade selber isst? So, wo ist denn hier ein Löffel? Ach da. Nehmen wir mal den Löffel, so langen Holzlöffel. Ein altes Buch.
Da gibt's genug fürs alte Buch. Eine alte Kanne finde ich da unten oder was auch immer. Aber wo ist denn hier ein Buch? Seht ihr hier ein Buch? Ich sehe kein Buch. Donner, Reißzwecke, das wird wieder so Quatsch sein, ey. Das wird ein Nudelteigholz sein oder sowas. Was ist denn das hier? Ach, das war... Na gut, das ist schon eher eine Reißzwecke, eine Verzierte halt. So, aber ein Buch? Ich sehe hier kein Buch. Beim besten Willen nicht. Hier müssen wir gar nichts hier kombinieren. Und der Schraubzwinge, wie bei denen der Schraubzwinge aussieht, das möchte ich mal wissen. Damit ich die auch suchen kann. Ah, da. Nehmen wir mal die. Ja, doch, das war tatsächlich eine. So, was haben wir noch? Donner und altes Buch. Ach, das habe ich kaum da gesehen. Ich habe nur so ein paar Papierfetzen gesehen. So, was soll denn jetzt hier noch Donner sein? Donnerbaum oder sowas, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Hä? Das ist kein Donner, das ist ein Pfeil. Och Mann, ey. Das Spiel wäre so schön, wenn es nicht abstürzen würde, die Musik richtig spielen würde, die ich jetzt immer noch einspiele. Und wenn da auch der Text stimmen würde teilweise. Und wenn das nicht so schnell hier durchlaufen würde, dass man auch noch was lesen könnte, ne? So, was wir noch nicht wissen, das ist hier zum Beispiel das hier. Ich habe ja mal vermutet, weil wir viele Knochenteile haben. Hier haben wir zum Beispiel Füße. Dann haben wir hier zum Beispiel, es könnten Oberschenkel sein. Dann hätten wir hier zum Beispiel einen Skelettkörper und da könnten wir doch einen Kopf machen oder so. Ja, aber das lockt da nicht ein. Gibt es hier noch andere? Ja, da klackt es nämlich immer so. Gibt es hier noch einen anderen Körper? Nee. Aber das kann halt plausibel hier, das ist aber nur bei den zwei schnappt er, da oben schnappt er nicht. Aber das kann doch nur so sein, oder? Oder vielleicht, weil ich das noch nicht gesehen habe, vielleicht müssen wir dann noch finden, wo das ist hier. So, weiter geht's. Notiz, Federkiel, das ist fertig, was ist das hier? Ich kann die Bestellung aufschreiben, dazu brauche ich Papier. Ah, okay, das ist wieder so ein Suchrätselspiel, hä? Was? Nee, nichts mit... Oh, hier. Das ist alles klein. Beobachten hätte ich hier zum Beispiel zurück. Tod hätte ich hier noch. Gonnet, keine Ahnung. Nee, das ist kein Wort. Das kann auch wieder rückwärts sein, ne? Über. Haben wir was mit über? Nee, doch, über haben wir. Rot. Warte mal, trotzen, genau. Sofort. Sofort. Habe ich schon gesagt, dass ich solche Rätsel liebe? Also sowas habe ich früher immer gemacht in Rätselbüchern. So, da war ich auch ziemlich gut drin. Gehen. Gehen. Ah, da steht halt dabei, dass auch rückwärts gilt oder nicht, ne? Das stand hier jetzt da tatsächlich gar nicht dabei. Das habe ich halt mal vorausgesetzt. So, sag. Das ist rückwärts. Ja, das heißt Gras. Also Sarg heißt rückwärts gesprochen Gras. Jetzt wisst das. Wusste ich echt auch nicht hier. Alle. Ja, und alle heißt rückwärts Ella gesprochen. So, haben wir hier irgendwo hier alle. Das ist auch wieder rückwärts hier. So, diese, das. Da kein Buchstabe doppelt verwendet wird oder sich überkreuzt, ist es eigentlich hier ziemlich einfach, würde ich mal sagen. Ist hier, wo ist denn hier jetzt ein D? Ja, hier bist du bloß noch ein. Na, da ist ein D. Warte mal, D. Nee. Oder sie haben ja einen Schreibfehler drin. Nee, da ist dies.
Aber die hätten das hier auch im Rätsel drin. Ersetzen. Ersetzen. Ah ja, da haben wir es ja. Rückwärts. Das ist so gemein. So, Skelett. Das haben wir hier. Okay, das bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Verlies. Das muss ja da. Auch rückwärts. Oh, die waren alle rückwärts hier, die meisten. So, und jetzt, das ist die Bestellung. Also ich weiß gar nicht, wie man da, was da. Das war doch nicht bestellt. Schriftrolle. Ja, und jetzt? Federkill behalten wir oder das Tintenfessler halt. So, jetzt. Ich muss für ihn bestellen. Und jetzt? Ah. Ach, jetzt ist er freigekommen. Okay, alles klar. Ja, die Pose da ist natürlich auch so ein Dings. Hier sieht man noch einen Schatten. Ne? Ja, so lange war er gestanden und jetzt. Ach, ich darf wieder wimmeln. Nochmal. In dem Schrank kann man schon so oft wimmeln können jetzt hier. Ein Blutabdruck. Ja, da ist die Hand. Die habe ich schon gesehen, da wo ich letztes Mal so oft rumgeglückt habe. Ja. Ein Speer, das nehmen wir mal hier. Dann haben wir eine. Ja, ein afrikanischer Speer war das. Eine Glocke. Warte mal, die Glocke. Ja, wo waren die nochmal? Moment, jetzt. Ja, ich sag gerade, ich habe alles angeklickt, aber dennoch weiß ich ja das eben nicht. Warte mal, die Glocke lassen wir mal. Vielleicht sehe ich sie auch gleich. Schachfigur, das war das hier, die Dame oder der König, je nachdem. So ein Diamant, der Diamant. Wo war denn der Diamant? Da. Türklinke. Eine Türklinke. Okay. Weiß ich auch noch nicht, wie bei denen eine Türklinke aussieht. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Warte mal, eine Fliege, wo waren hier? Da. Ein Ring, den haben wir hier. Den wollte ich als Farbe benutzen, ne? Skalpell, das. Ah ja, das ist tatsächlich eins. Ein Stempel, das Siegel habe ich hier gesehen. Tintenfass. Ja, das wollte er mir das letzte Mal nicht benutzen lassen. Wo ist denn hier ein Tintenfass? Ist das eins? Nee. Tintenfass. Warte mal, da war doch. Nee, das ist ja gar nicht mehr da. Da ist ein Federkiel. Nö, hier ist kein Tintenfass. Doch hier. Ja. Feder. So, jetzt haben wir noch die Glocke. Und das ist der Klopfer hier. Das ist die Türklinke. So, und jetzt die Glocke. Wo ist die Glocke? Die Glocke, die Mogge. Ja, wo ist die Glocke? Die, na, ich habe die gar hier gesehen, ne? Die waren im anderen Bild drin. Hier weiß ich jetzt nicht, wo sie ist. Ja, komm. Ja. Stempel. So, für was brauchen wir einen Stempel? So, wo kreuzen jetzt wieder weiter? Kreuzritter hier. So, Stempel, Stempel. Mal das Bild hier abstempeln. Ich brauche etwas Wasser, vielleicht hier. Was? Picture Wrong 2? Alles klar. Auch da ist ein Fehler. Ja, das fängt ja schon gut an. Was ist denn da los? Hä? Wir danken Ihnen sehr viel und die uns freigesetzt. Bitte was? Unter Bild diesem Raum finden Sie ein Geheimnis, wie man Desmond Geheimnis. Hä? Hä? Was war das für ein Quatsch jetzt hier? Ja, aber da brauche ich Wasser, hat's geheißen. Kriege ich hier Wasser her? Ja, es gibt hier ein Geheimnis, aber ich weiß nicht. Ah. Nochmal? Wie oft denn noch dasselbe Bild hier? Schlüssel habe ich hier gesehen. Krug, nee, das ist nicht. Das gilt nicht als Krug. Warte mal, kleine Zange. Ein Zepter, das hier ist ein Zepter, jawohl. Fingerhut. Oh Gott, das ist ja ganz winzig. Weiß ich gerade nicht. Diadem. Das hier vielleicht. Eine Säge. Hier im Bild ist eine Säge. Wo sind die? Runen, das ist das Gekritzel hier am Rand.
Eine Sanduhr, warte mal, wo waren die? Sand, 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 hier. Jetzt fällt das Tintefächel runter. Schläger, ach nö. Das kann wieder was ganz Blödes sein. Das war das letzte Mal auch ein Blödsinn. Krug, 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 Krug. Hm. Halsband, nö. Ein Bogen, was? Wo ist hier ein Bogen? Hm. Ach, da war. Okay, das war die Säge. Ja, das hat man echt nicht viel erkannt davon. Manchmal auch hilft einfach bloß noch stupide irgendwo hinklicken und denken, das ist es. Was ist denn das hier? Nee, das ist kein Schläger, das ist auch nicht. Was ist da? Ach ja, bei denen ist ja Schläger eine Fledermaus. Alles klar, ein Krug. Nehmen wir mal den. Da habe ich nicht gedacht, da war so blau drin, dass das Wasser ist, beziehungsweise nicht Wasser, sondern blaue Farbe. Jetzt ist die Lupe oben hier. Verstärker. Ja, okay. Verstärker, das ist, habe ich mir schon fast gedacht, wie ich Lupe, die verstärken ja die Größe. So, Bogen. Hier ist doch kein Bogen, also komm, das könnte jemand anders erzählen. Fingerhut, der ist so klein, dass ich den gar nicht sehen kann, oder? Das da? Nö, ist kein Fingerhut. Ja, das nervt mich immer noch hier mit der Kreide da, mit der komischen blauen. Fingerhut, ich weiß es nicht, komm. Hä? Das ist ein Bogen. Für mich ist es eine Fliege, also eine Schleife. Aber... ach, das macht absolut keinen Spaß, wenn die Sachen anders heißen, ne? So, Fingerhut. Ach, da oben, das ist kein Deckel. Ah ja, eine Vase mit Wasser. Okay, dann haben wir das schon mal. Stempel. Ja, was immer noch nicht genau sicher ist, das ist... warte mal, wie komme ich denn da hin? Wo ist jetzt überhaupt der komische Skelettmann hin? Das weiß ich auch nicht. Was wir immer noch wissen, ist das hier. Also da können wir immer noch munter hier einstellen und... da kann ich klicken so viel, bis ich schwarz werde. Ja, da. Keine Ahnung. Ich lasse es einfach so, weil ich denke, das ist die richtige Kombi. So, wo geht's denn weiter? Wo war das mit dem Bild? Das war da drin. Dann schütten wir da mal Wasser drüber. Ja, so habe ich's doch. Und wir haben das schöne Bild kaputt gemacht. Also können wir das Geheimnis jetzt öffnen. Ja, also da zählt tatsächlich nicht, dass man das irgendwie zusammenbekommt. Da muss man das Ding gesehen haben. Ach, jetzt hat er es mir zurückgestellt, der Sack. Sowas. Ach, halt. So, bitteschön. So, da haben wir ein Buch. So, da bin ich wieder. Ja, das Spiel hat sich wieder mal terminiert. Jetzt habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht hier, da muss ich stückeln. Also, ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie Zwischensequenzen kommen, aber ja, wir können ja auch nicht im Buch lesen. Da spricht das Spiel auch zusammen hier. Ich weiß nicht, warum. Ich kann auch hier, das ist ja kein Steam-Spiel. Das ist ja von der CD-Schachtel. Das Einzige, was ich hätte machen können, das nochmal deinstallieren, wieder installieren, ob es dann besser wird, aber... ja, egal. Ich probiere es jetzt so. Jetzt sind wir eh, glaube ich, fast schon am Ende. So. Tut mir echt leid. Der Ladeschirm, wenn kommt, dann bricht es meistens ab. Was haben wir hier? Ein Ast. Hm, ich könnte hier ein Lagerfeuer anzünden. Bei dem Rauch würden die Bienen sicher verschwinden. Wenn die Bienen verjagen kann, komme ich an den Honig. Ja, ich brauche aber ein Feuerzeug. Was ist mit dem Bär? Sei grüßt, Michael Potter, das war das, warum bist du? Okay, oh, ich hätte gerne diesen Honig, aber ich komme nicht ran. Kein Problem, ich hole ihn für dich. So. Ja, was hat es jetzt eigentlich mit dem Tod zu tun gehabt zum Schluss hier noch? Ich kann einen Stein benutzen, um den anderen Stein zu schärfen. Welchen anderen Stein? Was ist denn da?
Mit was könnte ich hier rumstochern? Ich muss etwas finden, um das Loch größer zu machen. Ja, vielleicht mit dem Stoch. Ach, da. Ach, da wieder ein Wimmelspiel. Spiel da ab. Ich hasse dich. Was, ein Schmarotzerpilz? Das ist dann so eine Flechte oder was? Ist das hier? Keine Ahnung. Ach nee, ein Skeletthand. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lang das Video hier werden darf, weil ich jetzt nicht geguckt habe beim anderen, wie lang das schon gelaufen ist. Das könnte jetzt sein, dass wir jetzt einen Rutsch durchspielen und dann ist das Video halt 40 Minuten lang. Da haben wir ein Nest. Das ist eine Röhre, oder? Nee, doch nicht. Alles klar, nee. Schmetterlingssammlung. Eine Fliege. Mach eine Biege, du Fliege. Auf den Fall dann, ne? Ja. Messer. Messer, Messer, Messer. Nee, das dann nicht. Knoblauch. Benjo. Benjo. Hier. Pakete. Nehmen wir mal diese lang. Eine Axt. Heilige Axt hier. So, Schmarotzerpilz. Nee, das ist es nicht. Also ich weiß nur, dass die damit vielleicht eine Flechte meinen könnten, aber sicher bin ich mir nicht. Oder ist das das Gestrüpp hier irgendwie? Was ist das? Ach, das Messer. Steinschleuder. Eine sogenannte Zwille. Röhre? Pfeife? Ach, eine Pfeife ist eine Röhre. Okay, alles klar. Steinschleuder. Und der Schmarotzerpilz. Das sind zwei Sachen, wo ich jetzt nicht weiß. Steinschleuder. Nachdem ja, das ist schon nicht richtig war mit der Pfeife. Ja, Pipe. Wenn ich das aus dem Englischen übersetze, ist das Rohr. Ja, schon. Oh Mann, Leute. Also, wenn man so stupide das übersetzen kann. Da ist der Pilz. Das ist doch kein Schmarotzer gewesen. Steinschleuder, das weiß ich jetzt nicht. Hä? Wo? Ach da. Das war aber schwer zu erkennen. Eine Axt, alles klar. Müssen wir jetzt Holz machen? Oder können wir die Axt, müssen wir die schärfen vielleicht? Ah, I see. Axt scharf. Ich habe schon gedacht, ein Stein kann das nicht sein. Ein Stein schärfen. Am Stein, na gut. Oh, armer Fisch. Danke für die Hilfe, Ivan, mein Junge. Hä? Ich hab doch gar nichts getan. Keine Ursache, gern geschehen, Hecht. Mach's ihm recht, du Hecht. Einen Moment noch, ich kann auch helfen. Sieh auf den Grund des Flusses, dort könntest du eine Menge nützlicher Sachen. Was soll? Soll das ein Witz sein? Wie soll ich dort unten atmen? Gut, ich helfe dir. Wozu bin ich dies hier ein magischer Fisch? Vielen Dank. Okay. Und jetzt? Ach so, da kann man wimmeln. So, okay. Ja, jetzt geht's halt relativ schnell hier, zügig. Ja, so langsam reicht's mir halt tatsächlich, weil das Spiel so schlecht läuft hier. Und so viele Bugs theoretisch hat hier, ne? Ist uralt eigentlich, aber ja. Da ist mein Computer zu gut dafür. So, fertig aus. Punkt. Handschuh. Hufeisen. Hufeisen. Eine Spinne. Die sucht man nicht. Ein Schädel. Warte mal. Schädel, Schädel, Schädel. Hallo? Der zählt nicht? Och, geh. Oder hat er wieder hier eine ganz blöde Hitbox? Lass wir es mal lieber, bevor da wieder die Spinnen kommen. So, Horn. Horn. Haken. Die Sache hat mal wieder einen Haken. Vielleicht da? Nee. Das hätte sein können. Was haben wir da? Schloss. Krebs. Eine Violine. Okay. Was ist das? Da ist der Handschuh. Okay. Schmetterling unter Wasser. Ganz klar. Ja gut, das ist die Oberfläche. Eine Maske hätte ich da anzubieten. Todesengel. Warte mal. Das ist der komische Kapuzenhain. Sieh da, den wir schon mal hatten. Aber da haben sie einfach Engel geschrieben. Das ist kein Engel. Okay. Ich will kein Engel sein. Hä? Ach, das war der Hut. Ich habe mal drauf geklickt, der Verdacht. Weil die ja eh immer Fehler haben hier in dem Ganzen.
Ist das der Schädel? Nein, das ist nicht der Schädel, der ist da, aber den kann ich nicht mitnehmen. Topf. Da. Eine Axt. Da. Was ist das? Eine Lampe, was da alles rumfliegt hier. Ich klicke einfach mal auf Verdacht hin. Vielleicht stimmt ja was davon. Da ist der Schädel, okay. Todesengel. Da ist er. Ja, das ist tatsächlich der Todesengel. Krebs. Wo ist denn hier ein Krebs? Ist das ein Krebs? Nein, das ist kein Krebs. Was ist, war denn das? Ach, das war der Haken, okay. Da ist der Krebs, oder? Nee, doch nicht. Schnecke. Schmetterling und Krebs. Okay, wo ist denn hier ein Schmetterling? Das hier, das ist der teure Falter. Naja, gut, okay. In übertragenen Sinne, und wo ist jetzt der Krebs? Ach, dann lasse ich suchen. Ach, da unten, den hätte ich nie gesehen. Topf für Honig. Ah, okay. Hä, da ist ja der Bär schon wieder. Ziemlich verrostet, aber alles hält noch zusammen. Ich muss überlegen, wie ich die Tür aufbekomme. Mit der Axt. So. Hey. Schwarze Katze mit leuchtenden Augen. Die leuchtet ja uns, dass wir Licht haben. Kerosin. Irr. Kerosin, tatsächlich brauchen wir. So, ist das wieder der Topf hier? Ne, doch nicht. Zange. Einmal wieder Kneifzange hier. Was ist eine Zuckerwatte? Wo soll denn hier Zuckerwatte sein? Hä? Ja, wir können die Spinnenweben dafür nehmen. Auch dass wir das Mäusle. Die brauchen wir tatsächlich. So, Lorbeerblätter oder was? Schmarotzerpilz schon wieder. Da. Tausendfüßler, warte mal, das ist normal so ein ekelhaftes Viech da. Den sehe ich doch hier nicht. Das ist doch so klein, das Viech, dass ich den da nicht sehe. Was haben wir sonst noch? Sandalen? Der da? Ah, sehr rustikale Sandalen. Geflochten. Topf. Teekanne? Ne, ist zählt nicht als Topf hier. Becher? Nein. Die Axt, die gefällt mir natürlich wieder. So eine breite Dings. Sichel, ah ja doch. Ha. Die Hitboxen meiner Gegenstände sind komisch. Was ist das hier? Nee. Hätte der Füßler sein können. Ist das der Topf? Nein. Okay, nein. Der Topf, okay. Tontopf. Und was ist denn eigentlich das hier für ein Teil? Ist das ein Kaffeedings da, irgendwas? Ein Hufeisen, das hängt hier oben. Da fällt doch das Glück raus. Ein Schwert, warte mal, ein Schwert. Das müssten wir doch sehen. Da ist ein Brecheisen. Ja, das ist aber ein komisches Schwert. Wo diese Parierstange ganz komisch gebogen. Zuckerwatte. Wo ist hier Zuckerwatte? Da ist eine Zange. Meißel. Meißel. Na gut, Stechbeitel, Stechmeißel. Meißel. Tausend Füßler und die Zuckerwatte brauchen wir noch. Wo ist denn der Tausendfüßler? Ich sehe den absolut nicht. Nö, da ist er. Och Mann. Zuckerwatte, wo ist die? Ich nehme die Katze dafür. Wo ist denn das? Zuckerwatte? Das ist eine Zange. Aber, ach. Ich bin ein Trottel. Ich lese falsch. Ich bin ein richtiger Trottel. Eine Flasche mit Kerosin. Damit können wir sicherlich ein glühendes Feuerle machen. Können wir hier zurück? Ja, könnten wir. Hä? Wer hängt denn da eine Kiste in die Decke? Oh, die Truhe ist so hoch oben. Egal wie hoch ich springe, ich komme nicht heran. So hoch ist die doch gar nicht. Wie kann ich diesen Baum fällen? Vielleicht mit der Axt? Nee, wir haben nichts. Ja, mehr ist ja nicht im Bild, okay? Nur die Truhe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir jetzt hier ein Feuer machen? Okay, aber wir haben noch kein Feuerzeug. Topf, kann man den Bär geben? Hä?
Es war eine dumme Idee, die Bienen wütend zu machen. Ja, warum? Ich kann... Schlüssel für die Brust? Hä? Ach, jetzt muss ich solche komischen Wabenteile suchen hier. Schlüssel für die Brust. Hä? Was ist denn das für ein Teil? Ach, jetzt dürfen wir hier nochmal ran. Gut, ich glaube, das zieht sich doch noch eine kleine Folge dann. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's beim nächsten Mal. Ich hoffe, das stürzt nicht nochmal ab, aber ich kann es auch nicht verhindern. Und naja, ich hoffe, es quält euch trotzdem soweit. Also wir haben unsere schönen Wimmelspiele hier. Auch ein bisschen andere Rätsel gehabt hier. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.